Ich wäre gehetzt, gehetzt wäre ich mit diesem schönen Rinderfilet. Sanfte, weiche Oberfläche, beste Qualität. Ich nenne das Ganze mal, was ich heute für euch zubereite, ein Sonntagsomelett. Ja, ein Gourmet-Sonntagsomelett. Ja, ein Hochzeitstag-Gourmet-Sonntagsomelett. So sieht's aus. Und das Ganze unter der Berücksichtigung Rucki-Zucki und Blitzrezepte. Also, ein bisschen Butter schmelzen, dann das Rinderfilet idealerweise mit etwas geschrotetem Pfeffer, ja, da ist auch ein bisschen Salz drin, würzen. So, so geht es los. Ja. Ist im Moment noch keine Hexerei. Warte ich nur, bis die Butter entsprechend Temperatur hat und dann kommt das Fleisch hier rein. So, ferner brauche ich Folgendes. Eine Avocado, einmal gedreht. Wir kennen die Spiele, ja? Schön ausgelöffelt. Dann eine Mango. Achtung, ellipsenförmiger Kern. Ja? Der Kern wird aufgestellt und an dem Kern schräg herumgeschnitten. Dann wird die Avocado geschält. Immer vom Körper weg, ja? Dass man sich nicht schneidet. Es heißt ja Blitzrezepte, ja? Also deswegen gibt es ja auch keine irgendwelchen Schmorgerichte, was ewig lang dauert, sondern eben ein Blitzrezept. So, diese frische Mango in Würfel schneiden. Ich sage mal Laserschwert dazu. Also, wenn ihr irgendwann mal wirklich ein unfassbar geiles Messer haben wollt, wirklich, wirklich, das Messer ist einfach nur brutal gut, weil es auch toll in der Hand liegt, dann empfehle ich euch das hier. So, mein Lieblingsmesser. So, dann noch die Avocado in Würfel. Und die Mango und die Avocado, schau mal her, die kommen jetzt hier in die Pfanne. Das Rinderfilet ist in der Mitte. Okay? Ja, überhaupt nicht schwer. Dann habe ich etwas Parmaschinken. Und den Parmaschinken zupfe ich in so kleine, feine, leckere Stückchen. Meine Lieben, wenn ihr kein Parmaschinken habt, dann habt ihr halt kein Parmaschinken. Das ist auch nicht schlimm. Ja, aber der bringt doch mal so ein bisschen Aroma rein. So ein bisschen Aroma. Lecker, 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 lecker. Jetzt sind wir nicht fertig. Kommt etwas Parmesan dazu. Und zu dem Parmesan so ein Esslöffelchen Schafskäse. Seid ihr noch bei mir? Ja? Ist nicht so schwer. Dann auf die Menge würde ich mal sagen, 2 Eier von glücklichen Hühnern. Und Eier von glücklichen Hühnern sind immer solche Eier, die auf dem Stempel mit der Nummer 0 losgehen. Auch hier ein bisschen geschoteten Pfeffer und dass wir so ein bisschen Bums reinbringen, bisschen Barbecue. Ja. Aber Achtung, das hat schon Power. Ja. Also dieses Barbecue-Gewürz hier, diese Barbecue-Rub, der hat Chili und das ist auch gut so. So, das Ei einmal aufschlagen. Und jetzt, Achtung, das Ei hier einlaufen lassen. Und zwar um das Filet herum. Okay? Quattro minutos, würde der Italiener sagen. Langsam stocken lassen und das Ziel ist, dass das Filet dann noch ja, leicht Farbe hat, ja, also medium gebraten ist. Jetzt warten wir mal ein paar Minuten. Bis gleich. So, ja, das Ei ist gestockt und jetzt schaue ich, dass ich das hier rausbringe. Achtung, seid ihr bereit? Jawohl, jawohl, jawohl. Was für ein Omelette. Jetzt ein bisschen Spinat. Achtung. Frischen Spinat. Ich liebe frischen Spinat. Und der leicht grob gehackt. Kommt doch hier auf das Fleisch. Und obendrauf, ihr kennt die In-Love-Gewürze.
Avocado. So. Guten Appetit! Piep, piep, piep! Das Ganze heißt ja Feierabend-Blitzrezepte. Jetzt gibt es ein Blitzrezept am Morgen. Solche Gerichte findet ihr hier drin. Wenig Aufwand, viel Geschmack. A la Christian Henze. Hasta luego, muchachos.